200 Euro soll es nun für junge Menschen geben, damit sie am kulturellen Leben teilnehmen können. Die Kulturpass-App soll Theateraufführungen, Kinobesuche oder Konzerte ermöglichen. Das Sponsoring für Tickets, Bücher oder Museen soll auch eine Hilfe sein für den gesamten Kulturbetrieb nach der Corona-Krise. Allerdings gibt es die App nur für die, die in diesem Jahr 18 werden. Und das Registrieren ist nicht ganz so einfach wie erhofft. Nina Kalmels ist 18, liebt Kino und Konzerte. Der Kulturpass kommt für sie wie gerufen. Wer wie die Hamburger Schülerin 2005 geboren wurde, erhält mit seinem digitalen Personalausweis 200 Euro Guthaben in der App. Doch am ersten Tag hakte bei einigen die Technik. Ich finde das Konzept vom Kulturpass erstmal super. Es hat nur bei mir nicht funktioniert, leider. Und ich habe auch von vielen anderen gehört, dass es bei denen auch nicht geklappt hat. Bei anderen wiederum schon. Muss man halt schauen. Aber ich finde, es war ziemlich kompliziert, dafür, dass es erstmal so einfach klang. Ob Kino oder Konzert. Mehr als 5000 Anbieter machen mit, bundesweit. Von der Notenbuchhandlung bis zum Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. In Hamburg etwa setzen viele Musikclubs auf den Kulturpass. Wir hoffen uns, dass junge Leute wieder vermehrt zu Konzerten kommen. Gerade nach der Pandemie ist das besonders wichtig, wenn sie darüber hinaus auch noch Noten kaufen können und so weiter, sich für Musik begeistern können, finde ich das super. Vom Club bis zur Kunsthalle. Viele Kulturpartner sind dabei. Doch nicht jeder sieht das Angebot nur positiv. Manche bezweifeln, ob es tatsächlich alle 18-Jährigen erreicht. Es ist gut gemeint, aber ich glaube nicht, dass es sehr treffsicher ist. Denn junge Menschen entscheiden sich aus anderen Gründen als freiem Eintritt für oder gegen ein Museum. 750.000 junge Deutsche haben Anspruch auf die 200 Euro für ihre Kulturkasse. Vom Bund fließen dafür zunächst 100 Millionen Euro in die App. Ein attraktives Angebot für Nina Kalmels. Sie studiert schon mal das Kinoprogramm. In den nächsten Tagen probiere ich es auf jeden Fall noch mal mit der App. Ich hoffe, das klappt dann. Genau. Und wenn es klappen sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall Kinotickets damit kaufen, Poetry Slam Tickets, viele verschiedene Dinge. Der Kulturpass, ein Impuls für die Branche und ihr Publikum. Bauen, wie wir es bisher gewohnt sind, ist ein Klimakiller. Zu viel Ressourcenverbrauch, zu hoher CO2-Ausstoß, zu große Flächenversiegelung und zu wenig Nachhaltigkeit. Angesichts der Fülle von Problemen reichen kosmetische Veränderungen nicht aus. Es braucht ein grundlegendes Umdenken. Und Impulse dazu gibt die Architekturbiennale in Venedig, die sich als Zukunftslabor und Ideenschmiede versteht und noch bis zum 26. November stattfindet. Eine begehbare Skulptur des afrobritischen Architekten David Adjaye ist ein Hingucker dieser Biennale. Die ist bildgewaltig, eher Ideenschmiede als Architekturschau. So macht Sergei Etiquette-Clotti Kunst aus in Ghana omnipräsenten gelben Ölgalonen. Venedig steht ganz im Zeichen Afrikas. Wir sind der jüngste Kontinent der Welt, auch der Kontinent, der sich mit einem beispiellosen Tempo urbanisiert. Diese Welt braucht Fertigkeiten, Talente und Visionen. Historisch gesehen wurden wir aus Gesprächen über Ressourcen, Management oder Landnutzung herausgehalten. Hier wollen wir nun diese sehr drängenden Fragen mit Hilfe von Architekten beantworten. Leslie Loco, Architektin, Schriftstellerin und die erste Afrikanerin an der Spitze der Architekturbiennale. Sie zeigt den Kontinent mit einigen wenigen großen Namen wie Francis Carré und seinen nachhaltigen Lehmbauten. Oder David Adjaye, der weltweit für seine transparenten Gebäude gefeiert wird. Vor allem aber schafft sie Raum für unkonventionelles Denken, etwa für Olelekin Jaffes retrofuturistische Afrika-Visionen. Oder für Christian Benimana aus Ruanda. Er baut ökologisch für ein Afrika, das jetzt schon mehr unter dem Klimawandel leidet, als die, die ihn verursachen. Wir wehren uns total gegen den Erhalt eines Lebensstils, der mal für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung geschaffen wurde. Es ist unmöglich, so weiterzumachen. Wir müssen alles völlig neu denken, vom Finanzsystem über die Architektur, die Lieferketten bis zur Bedeutung des Raums. Damit hat Mariam Kamara schon begonnen.
Auch für die hochgehandelte Architektin aus dem Niger liegen Dekolonisieren und Dekarbonisieren eng beieinander. Dank heimischer Bautraditionen reduziert sie CO2 und löst sich vom kolonialen Einfluss. Es gibt diese Wahrnehmung über Afrika, als hätten wir vor der Kolonialzeit nicht existiert. In Wahrheit erobern wir uns mühsam zurück, was ausradiert wurde, an Geschichte, aber auch an Wissen. Traditionell bauen ergibt einfach Sinn in einem Wüstenstaat. Beton heizt Räume auf, Lehm kühlt sie ab. Kamaras Dächer aus recyceltem Metall spenden Schatten und werten den Marktplatz auf. Im Niger verknüpft sie Traditionelles mit modernem Wissen. Ein Vorbild nicht nur für Afrika. Ob man nun in Afrika oder anderswo in der Welt lebt, etwa in Europa, das Problem ist eigentlich dasselbe. Die Materialien, die in Europa verwendet werden, tragen massiv zur Verschmutzung des Planeten bei. Daher ist es für uns alle weltweit wichtig, aus der Weisheit zu lernen, die sich im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat. Zurück in die Zukunft. Dafür steht auch der deutsche Pavillon, gestaltet von einem Kollektiv. Es hat Bauteile der letzten Kunstbiennale gesammelt, gereinigt und digitalisiert, bereit zur Wiederverwendung. Dazu eine Werkstatt. Das Ganze ein Mitmachprojekt, inklusiv und inspirierend. Die Zukunft wird hier als Kreislaufwirtschaft gedacht. Das ist nachhaltig, erfordert allerdings massive Veränderungen in der Baubranche. Und was natürlich jetzt folgen muss, ist der Umbau der Disziplin sozusagen. Also Architektieren mehr als Reparieren verstehen. Deswegen ja auch die eingebaute Werkstatt. Also es braucht neue Werkzeuge, es braucht neues Wissen. Und die andere Sache, die auf uns zukommen wird, ist auch ein Umbau der Produktionsbedingungen. Genau, ich glaube, in dem Prozess müssen wir viele mitnehmen. Wir müssen auch auf der legislativen Ebene natürlich viel ändern. Denn das Bauen, wie es im Moment funktioniert, basiert natürlich sehr stark auf Normen und auf Gesetzen, die auf Industrienormen, auf neuen Produkten basieren. Wie kann verloren gegangene Erinnerung, wie kann Wissen wiederbelebt werden für die Zukunft? Was kann der globale Norden vom Süden lernen? Afrika lebt seit Jahrzehnten mit Krisen, mit Problemen wie Müll oder Wasser, die jetzt auch hierzulande ankommen. Es geht darum, neu zu denken, gemeinsame Lösungen zu suchen, etwa für eine katastrophal industrialisierte Landschaft im amerikanischen Iowa. Lösungen, die auch beim dramatisch verschmutzten Niger-Delta greifen könnten. In Zeiten von Not und Verzweiflung braucht man Imagination mehr denn je. Das Argument, Afrika sei zu arm, korrupt, chaotisch und unterprivilegiert, um jemals etwas Originelles anzuregen, für mich ist es das absolute Gegenteil. Loco gibt auf dieser Biennale vielen eine Stimme, die bis dato eher ignoriert wurden. Jetzt bilden sich neue Netzwerke. Wir müssen lernen, Wissen zu teilen, fremdes Wissen zu respektieren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich andere Wissenssysteme durchsetzen. Noch bis November wird darüber auf der Architekturbiennale in Venedig diskutiert.